Alle 2,8 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an Sepsis. Sepsis ist ein medizinischer Notfall. Nahezu alle akuten Infektionserkrankungen können in einer tödlichen Sepsis enden. Eine Sepsis entsteht, wenn die körpereigene Abwehrreaktion gegen eine Infektion das eigene Gewebe und die eigenen Organe schädigt. Eine Sepsis kann zu Kreislaufzusammenbruch, Multiorganversagen und letztlich zum Tode führen. Die meisten Infektionen, auch Virusinfektionen, können zu einer Sepsis führen. Häufige Ursachen sind Lungenentzündungen, Harnwegsinfekte, Infektionen im Bauchraum, Haut- oder Wundinfektionen oder Hirnhautentzündungen. Grippeinfektionen, Covid-19, Malaria, Dengue und Gelbfieber sowie Ebola können eine Sepsis auslösen. Über 80% der Sepsisfälle entstehen außerhalb des Krankenhauses. Jeder kann an einer Sepsis erkranken. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind besonders gefährdet. Dazu gehören vor allem Erwachsene über 60 Jahren, Kleinkinder unter einem Jahr, Menschen mit chronischen Erkrankungen der Lunge, der Leber oder des Herzens, Menschen mit Diabetes oder AIDS und Menschen ohne Milz. Jedoch kann eine Sepsis verhindert werden. Der einfachste Weg, einer Sepsis vorzubeugen, ist die Verhinderung von Infektionen. Deshalb sind Impfungen und Beachtung der Hygienestandards ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Todesfälle durch Sepsis. Wenn Symptome einer Sepsis vorliegen, muss schnell reagiert und die Infektionsquelle notfallmedizinisch behandelt werden. Die rechtzeitige Behandlung von Infektionen und die Früherkennung von Sepsis rettet Leben. Eine Sepsis kann anhand folgender Symptome erkannt werden: Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Fieber, erschwerte, schnelle Atmung, Probleme beim Wasserlassen, fehlende Urinausscheidung, Sprache verwaschen, Verwirrtheit, immenses Krankheitsgefühl, sehr blasse oder marmorierte Haut. Sepsis ist weltweit die am ehesten vermeidbare Todesursache. Jährlich sind 47 bis 50 Millionen Menschen betroffen. Mindestens 11 Millionen davon sterben. Viele Überlebende leiden unter langfristigen Folgen, wie zum Beispiel dem Verlust von Gliedmaßen, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisverlust oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Sepsis kann durch Impfungen, sanitäre Maßnahmen wie zum Beispiel Beachtung der Hygieneregeln in Gesundheitseinrichtungen, Zugang zu sauberem Wasser, hygienischer Entbindung, aber vor allem durch Aufklärung verhindert werden. Sie können helfen, die Sepsiskrise zu beenden. Informieren Sie Ihre Nächsten. Nehmen Sie am Welt-Sepsistag teil, der jährlich am 13. September stattfindet. Spenden Sie, um uns bei der Sensibilisierung, Prävention und Forschung zu unterstützen. Während Sie dieses Video sahen, starben mehr als 70 Menschen an Sepsis. Sepsis ist ein medizinischer Notfall. Je mehr Menschen über Sepsis Bescheid wissen, desto sicherer sind wir alle. Stop Sepsis. Save Lives.